Nina, Tanja, gratuliere. Turniersieg hier in Olten. Für mich hat es so einen entscheidenden Punkt gegeben, der so ein bisschen die Wende herbeigeführt hat. Und zwar im ersten Satz. Sie waren, glaube ich, 17-13 hinten. Nachher hat es eine Service-Serie gegeben, gute Blocks. Was kann man als Spieler in dieser Situation machen, um sich nachher fast so ein bisschen in einen Rausch zu spielen? Und dann geht vieles dann auch fast so ein bisschen von allein. Ja, ich glaube, Anfang des ersten Satz war wichtig, dass wir ruhig geblieben sind. Wir sind dort mit nach dem Timeout. sind wir ein paar Mal näher dran an 7 Punkte, haben sie noch gut gerettet. Und dort haben wir uns einfach gesagt, so einfach wirklich ruhig bleiben und geduldig bleiben. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Und wir haben am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, zum reinkommen und haben uns nachher aber wirklich eigentlich wohlgefühlt auf dem Feld. Was ist so der Plan jetzt gegen die Deutschen? Man kennt sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf der World Tour, sie kennen euch. Dass es jetzt am Schluss gleich so gut aufgegangen ist. Mich hat so gedacht, der Block hat nachher geklappt, viel diagonal, man hat hinten gemerkt, kannst es gut lesen. Ist das so ein klar der Plan gewesen, oder hast du das im Spiel nachher herausgefunden und dann so ein bisschen adaptiert? Ja, eben, man kennt die Gegner natürlich. Man spielt viel gegeneinander, trainiert viel zusammen. Und natürlich weißt du dann, was die anderen Spielerinnen gerne so machen. Wissen sie aber auf die andere Seite natürlich auch von uns. Und ich glaube, das macht es spannend, dass man in jedem Spiel das selber wieder adaptieren muss. Ich denke, dass man nicht einfach am Anfang mit einer Taktik hergehen kann und die einfach kann voll so durchziehen, weil ich finde, sie sind ein sehr cleveres Team. Und zwei Spielerinnen, die mitdenken und die auch anpassen, wenn sie merken, dass etwas nicht geht. Darum, ja, manchmal finden wir irgendein Rezept und es läuft und eben manchmal nicht. Okay, ja, spannend. Jetzt haben wir auf der World Tour eine kleine Pause, darum für euch auch die Chance, hier in der Schweiz zu spielen. Inwiefern ist es jetzt auch für euch gleich? Eben, ihr habt Freude, es ist ein Turniersieg. Was hat jetzt der Turniersieg hier in Olten für euch für einen Stellenwert? Ja, wir hatten in den letzten 4 Turnieren auf der World Tour eigentlich wirklich immer so ein bisschen zu beissen. Wir mussten ein paar bittere Tiebreak-Niederlagen einstecken und haben wirklich so ein bisschen beissen in letzter Zeit. Und dann gesagt, jetzt haben wir heim, nochmal den Kopf lüften. Und es ist natürlich cool, wenn du so einem Turnier nachher kannst, ein bisschen frei drauf losspielen. Und ja, wir sind natürlich mega happy, haben wir jetzt im Finale können nochmal eine Sache zulegen. Und ich glaube, wirklich gut spielen, vor allem am Schluss nachher. Vielleicht zum Schluss. Was sind denn die nächsten Pläne, die nächsten grossen Ziele? Es steht sicher gestartet noch EM. Sind das solche Highlights, die dann kommen? Ja, ich denke, Wien ist auch noch. Wien und Gstaad sind so die 5 Stars, die sicher Highlights sind diese Saison. Und eben die EM auf jeden Fall. Aber ja, ich denke, auch die 4-Sterne-Turniere, die wir im Moment spielen, sind immer cool organisiert. Und eben, man probiert halt, Turnier für Turnier irgendwie besser zu werden. Und wie Tanja gesagt hat, haben wir in letzter Zeit ist nicht immer alles so gut gelaufen. Darum hoffen wir, dass jetzt der zweite Teil der Saison jetzt einfacher wird. Das wünsche ich euch. Ich bin überzeugt, dass das so klappt. Alles Gute und merci vielmals. Wie man